Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Jahr der Orgel zu einer ganz speziellen Gesprächsrunde zu einem noch spezielleren Thema begrüßen. Mein Vater war 30 Jahre lang der Kantor und Organist an der Norder-Ludgeri-Kirche und somit an einer sehr berühmten großen Schnittger-Orgel. Der Anlass, es jetzt umzusetzen, war 2019, 300 Jahre Todestag von Abt Schnittger. Da dachte ich, jetzt ist es doch mal Zeit, die Idee auch in Wirklichkeit umzusetzen. Also es ist tatsächlich so, überraschenderweise, es gibt Software, mit der man virtuell Lego konstruieren kann. Das ist im Prinzip wie ein CAD-System. Nur, dass es die Lego-Elemente schon vorgegeben hat und genau weiß, welche Teile es gibt, beziehungsweise wie die miteinander zusammenstecken können. Und mit einem solchen Programm habe ich im Computer erstmal so lange rumprobiert, bis was bei rausgekommen ist, wovon ich dachte, das sieht jetzt aus wie eine Orgel. Ich persönlich finde, das ist längst überfällig. Also natürlich als Orgelbauer träumen und leben wir Orgel und ich finde, das ist großartig. Ich finde die Idee super. Es gab ja schon mal so erste Ansätze vor einigen Jahren, sowas zu machen, aber das ist immer ein bisschen daran gescheitert, dass es auch nicht eindrucksvoll genug war. Und ich finde jetzt die Ausarbeitungen, die sind so schön und so fantastisch. Als Laie stelle ich mir das nun so vor, dass es ja irgendwie, sagen wir mal, umso exakter möglich ist, etwas nachzubauen, egal worum es erstmal dreht, je größer der Maßstab ist. Das heißt, je mehr Teile man da hineinbaut, desto originalgetreuer würde ich erstmal vermuten. In diesem Fall hat sich der Maßstab ergeben aus den 16 Fuß oder in diesem Fall ja 32 Fuß Pfeifen, also den großen im Pedal. Aus welchen Teilen kann ich diese Pfeifen bauen? Und es wäre sogar noch ein größerer Maßstab möglich gewesen, aber dann wird es richtig groß. Also dann brauche ich hier die Deckenhöhe. Das ist bei diesen kleinen Maßstäben, wie Sie sagen. Bei großen Maßstäben kann ich letzten Endes alles mit den Standard 2x4 Bausteinen zusammenbauen, so lange bis es auf die Entfernung gesehen aussieht, wie es aussehen soll. Aber je kleiner, desto mehr muss ich mich halt darauf verlassen, dass es die Teile auch gibt. Und jetzt sieht man hier zum Beispiel im Pedalturm, das sind Steine, die kennt man von aus der Raumfahrtserie, daraus werden Raketen gebaut, insbesondere das hier unten ist die Spitze einer Rakete. Und bei dem Labium musste ich hier ein bisschen Kompromisse eingehen, dass es in dem Maßstab nicht so einfach. Einfacher ist, sind da die kleineren Pfeifen, hier im Hauptwerk zum Beispiel. Das sind auch Raketensteine, nur die kleineren, also die 1x1 großen. Was ich toll finde, auch wenn wir jetzt rein in Zahlen das vergleichen würden, Herr Ruge hat gesagt, da sind ungefähr 5000 Teile, ne, verbaut. In dieser Orgel, Abt Schnittger Originalorgel in St. Jakobi, Hamburg, nach meinem Kenntnis sind ungefähr 4000 Pfeifen. Ja, das heißt eigentlich, wir kommen auch in Zahlen. Ich liebe Zahlen einfach und alles das, was dahinter steckt. Und ich finde zum Beispiel, wenn wir auch über die Zeit sprechen, wie lange eine echte Pfeifenorgel gebaut wird, wie lange das dauert, Entwicklungsphase, auch Bau. Phase und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das ähnelt auch ziemlich, ziemlich nah steht eins zueinander. So 4 Jahre, 3 Jahre gesamte Planung, 1 Jahr Bau. Und ich finde, das ist so spannend zu sehen, dass eigentlich Lego-Orgel zu bauen, ist überhaupt nicht einfacher als eine Pfeifenorgel. Was ich so spannend finde und so schön finde, ist, dass da jemand mit einer unglaublichen Leidenschaft eigentlich genau die wesentlichen Elemente gebaut hat, eben nicht nur die äußere Hülle, auch wenn die äußere Hülle ist natürlich das ist bei Orgeln, was uns als allererstes beeindruckt, sondern eben auch das, was dahinter passiert, diese Faszination, diese Trennung von Energieversorgung und dem Spielen des Instruments, dass ich hinten diese Bälge sehe und die Dinge, das finde ich unglaublich spannend und finde es wahnsinnig gut gemacht. Und das, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass es einfach Menschen neugierig macht auf Orgel, auch neugierig macht darauf, vielleicht
einfach einmal zu begreifen, dass es nicht nur eine Fassade ist, sondern dass es ein Instrument ist, bei dem ich mit Wind umgehe, mit einer relativ komplexen Technik, vielleicht auch mal Lust, eine Orgel von innen zu sehen und vor allen Dingen sich einfach mal 10 Minuten selber zu schenken und in einer Kirche oder in einem Konzertsaal sich mit dem Instrument zu beschäftigen. Und das finde ich das Reizvolle. Also ich finde diese Nahbarkeit und dieses, es ist berührbar, ich kann es zusammensetzen, ich kann es fühlen, ich kann es spüren. Das ist genau das, was wir uns eigentlich für die Orgel wünschen. Insofern muss ich sagen, ist das, was da passiert, genau das, was ich eigentlich im Prinzip in dem Umgang mit der Orgel grundsätzlich mir wünschen würde. Dieses, ich bespiele, ich setze mich damit auseinander, ich habe keine Berührungsängste, ich gehe darauf zu, ich gucke rein, ich schaue, wie es funktioniert. Wie müsste ein Modell aussehen, mit dem man auch breitere Massen von Jugendlichen für das Instrument Orgel begeistern kann? Na, ich glaube, sag mal, ein Massenprodukt, sodass man das quasi im Miniaturmaßstab in riesen Stückzahlen verkaufen kann, das muss es meiner Meinung nach nicht unbedingt werden. Ich glaube auch, Ihr Modell, was bei Ideas eingestellt ist, ist kleiner von der Zahl der Teile. Mhm. Weil ich glaube, da dürfen keine 5000 Teile sein, sondern müssen das weniger sein. Und dann ist man in dem Bereich, wo heute Lego-Bausätze gerne gebaut werden, um die 1000 Teile. Da gibt es bestimmt welche. Und dann, wenn man weiß, dass es das gibt, zieht es ja schon große Kreise, ohne dass es in jedem Haushalt ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, wenn das gelingen würde, dass dieses Modell produziert wird, wird das garantiert Abnehmer finden. Ich finde, dass das kleine Modell, was ich mir auch schon angeguckt habe, das hat eigentlich schon all das, was ich eigentlich als wichtig empfinde, nämlich diese Trennung von Energieversorgung durch die Balk durch den Balk und das Spielen des Instruments durch den Spieltisch vorne. Also ich finde, das ist damit, ist es wirklich, aus meiner Sicht ist es völlig ausreichend und perfekt, indem ich diese Dinge sehe und nachvollziehen kann und erleben kann. Frau Abkeiner, Sie sind ja nicht nur eine bedeutende Solistin, Sie sind auch Mutter. Sie haben ja Kinder, die wahrscheinlich selber auch mit Lego spielen. Welche Assoziationen hatten Sie, als Sie das Thema Lego-Orgel gehört haben? Glauben Sie, dass das für junge Menschen spannend ist? Ich glaube auf jeden Fall spannend und nicht nur für junge Menschen. Ich vermute, dass alle Brüder und Schwestern von meiner Zukunft in der Orgelwelt werden die Ersten sein, die so eine Lego-Orgel zu Hause haben wollen und dann nachbauen wollen. Ja, tatsächlich, ich als Mutter habe in Verbindung mit Lego-Steinen erst dann gekommen, wenn ich meine Kinder im Arm nehmen durfte und ein paar Jahre später schon mit Duplo, Lego Duplos gespielt habe. Und für mich ist deshalb dieser Kreative, was auch da mitkommt, sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, aktiv wie ich sehe, wie Kinder und auch erwachsene Menschen mit Legos spielen, ich glaube, das ist der unglaublich tolle Weg und wirklich ganz gute Idee, auf diese Weise die anzusprechen. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr stolz, auch als Organistin jetzt das zu sagen, wir haben auch eine Lego-Orgel. Also ich weiß aus meinem Aufenthalt persönlich in Lego-Shops mit meinen Söhnen, aber auch für mich selber, dass das eine generationenübergreifende Chance ist, Leute mit Dingen in Verbindung zu bringen, die sie sonst gar nicht machen würden. Also Erwachsene bauen Star Wars-Modelle und Erwachsene bauen VW-Busse aus Lego zusammen. Und diese Faszination von diesen Modellen ist groß bei Kindern und Erwachsenen. Und ich glaube, wenn es das als Modell zu kaufen gäbe, aber auch wenn man das ausstellt oder Leuten zeigt, wird die Begeisterung groß sein. Die Frage ist, was können wir denn alle tun, um diese Idee weiterzutreiben? Schritt 1 wäre, dass mein Projekt bei Lego Ideas die 10.000 Stimmen bekommt. Weil dann verpflichtet sich Lego, dass sie sich das zumindest überlegen, ob sie es bauen wollen. Wenn wir 10.000 Leute zusammenkriegen, die da abstimmen, dann ist das natürlich auch an Lego eine Botschaft, dass es entsprechend Leute gibt, die das haben wollen. Frau Abkeiner, meine Herren, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Und mich hat diese Energie und Begeisterung förmlich ergriffen. Wobei ich sagen muss, das Faszinierendste ist für mich immer noch Raketen zu Orgelpfeifen. Ich finde, das ist irgendwo etwas Großes. Lassen Sie uns weiter daran arbeiten. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt haben.